Willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler, zum neuen Lernvideo. Und zwar geht es heute um die Säure-Base-Indikatoren. Und die Inhalte sind, wie solche Säure-Base-Indikatoren funktionieren und wie man sie verwendet bei den Titrationen. Das Lernvideo ist wieder so gedacht, dass es relativ unterrichtsähnlich ist. Das heißt, es ist einfach so gedacht, dass wir gemeinsam das durcharbeiten, beziehungsweise auch eine kleine Nachbesprechung mit stattfindet. Und Sie brauchen dafür das Arbeitsblatt, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Das Arbeitsblatt gibt es zum Download wieder unter www.laborberufe.de und zwar im Ordner C2CL2 bei Chemielaboranten im zweiten Lehrjahr. Damit Sie das Ganze verstehen, brauchen Sie natürlich ein bisschen Vorkenntnisse und die betreffen den KS-Wert, den pKS-Wert. Das Massenwirkungsgesetz für schwache Säuren sollten Sie kennen, die Puffergleichung, pH-Titrationskurven, da gehen wir auch kurz drauf ein und sollten Sie auch schon ein paar Grundlagen mitbringen und außerdem die Auswertung von Titrationen. Schlussendlich sind solche Indikatoren auch nichts anderes als schwache Säuren und man kann deswegen eben für die Reaktionsgleichung genau das gleiche schreiben, was wir schon mal kennengelernt haben für die schwachen Säuren. Und zwar wird hier einfach eine andere Abkürzung gewählt. Das ist einmal H-Int. Das ist die protonierte Variante sozusagen des Indikators und die steht im Gleichgewicht. Mit der deprotonierten Variante. Int minus genannt und den H+-Ionen. Und für dieses Gleichgewicht kann man natürlich auch das Massenwirkungsgesetz aufstellen, genauso wie Sie das kennen schon für schwache Säuren. Die Gleichgewichtskonstante lautet ja diesmal Ks. Und der Ks-Wert ist nichts anderes als die Konzentration an Int minus mal die Konzentration an H plus. Geteilt durch die Konzentration an HI. Der einzige Unterschied ist, dass im Gegensatz zu den meisten anderen schwachen Säuren, die wir bis jetzt kennengelernt haben, das keine farblosen Verbindungen sind, sondern ein Indikator ist gefärbt und zwar hat die protonierte Variante H-Int eine andere Farbe als die deprotonierte Variante. Und für dieses Massenwirkungsgesetz, das kann man jetzt ein bisschen umformen und zwar folgendermaßen, wenn Ks gleich diesem Quotient ist, dann kann ich ja auch sagen, minus Logarithmus von Ks ist gleich minus Logarithmus von dem anderen Quotienten. Und wenn man das eben entsprechend umformt, kommt man zu folgender Formulierung. Minus Logarithmus Ks ist gleich minus Logarithmus von dem Quotienten hier. So, das Minus Logarithmus Ks, das sollte Ihnen bekannt vorkommen. Das ist ja eigentlich nichts anderes als der pKs-Wert. Und deswegen kann man das auch noch ein bisschen umschreiben, also minus Logarithmus Ks. Das ist dann eben pKs. Und auf der anderen Seite kann ich jetzt eben noch ein Logarithmusgesetz anwenden. Und zwar minus Logarithmus von a mal b ist das gleiche wie minus Logarithmus von a plus minus Logarithmus von b. Das Logarithmusgesetz, was da dahinter steckt, was wir hier stillschweigend eben angewendet haben, ist folgendes. Logarithmus von a mal b
ist nichts anderes als Logarithmus von a plus Logarithmus von b. Das können Sie für beliebige Zahlen a und b ausprobieren. Das funktioniert immer. Nur haben wir halt hier Minuslogarithmus genommen, aber es ist ja trotzdem das Logarithmusgesetz, was eben hier dasteht. Bloß steht halt bei uns, ist das Vorzeichen behaftet. Deswegen steht bei uns hier Minus davor und auf der anderen Seite dann auch nochmal Minus. Bei diesem Minuslogarithmus CH plus, ich denke, da merken Sie auch gleich, das kann man auch noch weiter umformen, weil Minuslogarithmus von CH plus ist ja nichts anderes als der pH-Wert und deswegen kann man schreiben stattdessen, wenn man das also etwas einfacher formuliert, pKs ist minus Logarithmus von diesem Quotienten plus pH. Das Plus bleibt also einfach bestehen, bloß statt minus Logarithmus CH plus schreibe ich einfach pH hin. Und wenn ich das Ganze nach pH jetzt auflöse, komme ich zu einer Form, die Ihnen auch bekannt vorkommen sollte. Und zwar aufgelöst nach pH resultiert eben folgende Gleichung. pH ist gleich pKs plus Logarithmus C int minus durch CH int. Und das ist nichts anderes als die Puffergleichung, die wir schon mal vor kurzem kennengelernt haben. Bloß hat man halt hier andere Symbole. Was mir diese Formulierung jetzt bringt, ist eben folgende Überlegung. Wenn die Konzentration an der protonierten Variante und der deprotonierten Variante ähnlich oder gleich sind, dann steht ja hier Logarithmus von 1 und das ist ja praktisch 0. Also es ist genau 0, wenn die gleich groß sind oder es ist nahe 0. Und dann gilt halt eben, der pH-Wert entspricht dem pKs-Wert von h-int. Und das ist genau dieser Umschlagsbereich. Der liegt nämlich genau bei dem pKs-Wert von h-int. Und wenn die Konzentrationen an diesen beiden hier ähnlich oder gleich sind, dann tritt hier die Mischfarbe auf. Und an diesem Umschlagsbereich kann man also tatsächlich feststellen, dass ein Teil vom h, also 50% ungefähr von dem h-int schon deprotoniert worden sind und 50% noch so vorliegen. Und das ist eben genau bei dem pKs-Wert von h-int der Fall. Und als man kann natürlich beobachten, wenn noch 50% so vorliegen und 50% so vorliegen, einfach die Mischfarbe. Deswegen können Sie da aufschreiben, als Zusammenfassung sozusagen bei diesem Abschnitt 1, wenn ca. die Hälfte des Indikators deprotoniert als int minus vorliegt, so ist ch int gleich c int minus. Dort gilt deshalb, pH ist ungefähr pKs von h int. In diesem Umschlagbereich tritt die Mischfarbe von h int und int minus auf. Am Beispiel von Methylrot wollen wir vielleicht das auf molekularer Ebene ein bisschen genauer uns anschauen. Methylrot, das ist ein typischer Azofarbstoff. Das sehen Sie hier an dieser funktionellen Gruppe NN. Und die Aufgabe 2.1 lautet ja, vervollständigen Sie das Säure-Base-Gleichgewicht von Methylrot und ergänzen Sie die Farbe mit Hilfe der Abbildung rechts. Das heißt, Sie müssen sich einfach mal überlegen, wo die protonierte und wo die deprotonierte Variante vorliegt. Und halt hier entsprechend auf der passenden Seite eben H plus ergänzen in dieser chemischen Reaktionsgleichung und außerdem noch die Farben hier entsprechend notieren. Und wenn Sie dabei sind, können Sie auch gleich die Aufgabe 2.2 machen. Welcher der rechts aufgeführten Indikatoren hat pKs ungefähr 7 und im Neutralbereich eine grüne Farbe? Begründen Sie kurz. Drücken Sie also jetzt erstmal auf Pause und lösen Sie die Aufgaben alleine. So, wenn man sich das Ganze hier anschaut, dann kann man ja erkennen, dass auf der rechten Seite insgesamt eine negative Ladung vorhanden ist und auf der linken Seite sind eben
überhaupt keine Ladung netto gesehen vorhanden. Da ist es gerade ausgeglichen, also ist hier auf der Seite ein Proton mehr vorhanden. Und das sagt einem auch schon eindeutig, wo ich das H+ hinzumalen habe. Das ist nämlich hier auf der rechten Seite. Das Gleichgewicht verschiebt sich nämlich, wenn ich das ansäure, auf die linke Seite, weil hier liegt es dann eben protoniert vor. Und was da molekular passiert, kann man hier auch relativ schön sehen. Und zwar haben Sie hier ja ein konjugiertes Doppelbindungssystem, ein relativ langes. Und solche Stoffe mit solchen konjugierten Doppelbindungssystemen, also Doppel-Einfach-Bindungen, die sind ab einer bestimmten Länge von einem solchen konjugierten System farbig. Deswegen ist das Ganze ein Farbstoff. Und wenn man eben hier dieses konjugierte Doppelbindungssystem irgendwie beeinflusst oder verändert, zum Beispiel durch Anlagerung von H+, dann kommt es eben zu einer Farbverschiebung. Und Sie sehen hier an der Stelle, an der Azo-Gruppe, wurde eben das Proton angehängt. Und das führt dazu, dass das konjugierte Doppelbindungssystem halt eben hier unterbrochen wird. Und das sieht man eben daran, dass sich die Farbe dann entsprechend ändert. Konkret ist es so, dass hier folgende Farben vorliegen im sauren, also im H+-reichen. In H+-reicher Umgebung ist das Ganze rot. Und wenn man eben das Proton abspaltet, in der deprotonierten Farbe liegt das Ganze gelb vor. So, welche der rechts aufgeführten Indikatoren hat der PKS von ungefähr 7? Und im Neutralbereich eine grüne Farbe, begründen Sie kurz. Und wenn Sie mal hier schauen, das muss ja ein Stoff sein, der den PKS von 7 hat, also bei pH 7 auch umschlägt. Und das ist das Bromthymolblau. Das schlägt nämlich von gelb nach blau um. Im sauren ist es gelb, im alkalischen blau. Und bei 7, also im Umschlagbereich, tritt eben die Mischfarbe auf. Und die Mischfarbe, das bedeutet hier grün, weil gelb und blau mischt sich eben zu grün. Können Sie gerade hier als Antwort schreiben bei der Aufgabe 2.2. Also Bromthymolblau. PKS entspricht pH und grün ist die Mischfarbe von Blau und Gelb. Auf die nächste Frage, da will ich jetzt eigentlich kaum drauf eingehen, weil Sie alle kennen den Lackmuspapier und Lackmus als Indikator. Und die Aufgabe 2.3, die geht eben darum, dass Sie gerade die Farben eben von Lackmus aufschreiben. Und in diesem Zusammenhang, wenn Sie das Ganze nochmal sehen wollen, verweise ich auch gerne aufs Lernvideo, das auf der folgenden Seite rechts mit QR-Code angegeben ist. Da ist es eben auch nochmal erwähnt. Aber ich denke, Sie werden die Aufgabe allein beantworten können. Sage ich nichts mehr dazu. Die nächste Aufgabe, mit der wir uns etwas länger beschäftigen wollen, ist dann gleich die 4.1. Aber eine Anmerkung will ich vorher noch machen. Und zwar, wenn Sie im Labor stehen, müssen Sie mit solchen Indikatoren auch ein bisschen vorsichtig sein, weil, wie wir gesehen haben, sind es ja schwache Säuren. Und gerade bei solchen Titrationen dürfen Sie nicht vergessen, dass die natürlich das Ergebnis dadurch auch beeinflussen. Also da der Indikator HInt selbst auch eine schwache Säure ist, beeinflusst er den Verbrauch an Maßlösung. Nur sparsam bei Titrationen einsetzen, gerade so viel, dass der Farbumschlag deutlich sichtbar ist. Also das sollte man nicht vergessen. Die beeinflussen halt die Messung und wenige Tropfen sollten reichen, gerade halt so, dass man halt es gut erkennen kann. Allerdings ist es eben so, die Fehler, die durch HInt entstehen, kürzen sich weg, wenn damit auch die Maßlösung eingestellt, das heißt der Titer bestimmt wurde. Das heißt, trotzdem sollte man sparsam die einsetzen, aber rein theoretisch müssen Sie ja immer auch den Titer der Maßlösung bestimmen. Und wenn Sie dafür den gleichen Indikator nehmen, dann kürzen sich halt die Fehler gerade weg. So, die Aufgabe 4.1 ist folgende.
Geben Sie aus der oberen Liste zwei geeignete Indikatoren an, um Malleinsäure titrimetrisch zu bestimmen. Bei einem der Säure-Base-Indikatoren soll der Verbrauch einer NaOH-Maßlösung halb so groß sein wie beim anderen Säure-Base-Indikator. Geben Sie auch die Reaktionsgleichungen für die Titrationen an. Ich habe Ihnen rechts das Titrationsdiagramm nochmal aufgezeichnet und ich glaube, Sie können sich das selbst überlegen, welche Indikatoren hier in Frage kommen. Suchen Sie sich also welche aus der Liste oben, die geeignet sind, und schreiben Sie auch gleich die Reaktionsgleichungen auf. Vergessen Sie aber nicht, dass eben der eine Indikator soll zu einem doppelten Verbrauch führen wie der andere Indikator. Das ist also richtige Auswählen aus der Liste. So, also man kann schon mal festhalten, dass der Indikator im Bereich des pH-Sprungs umschlagen muss, also entweder hier oder hier. Und wenn man den ersten Sprung wählt, dann sieht die Reaktionsgleichung folgendermaßen aus. Die Malleinsäure reagiert halt eben hier im Verhältnis 1 zu 1 mit der NaOH zu dem Salz der Malleinsäure und H2O. Und ein geeigneter Indikator für diesen ersten Sprung ist das Bromcresolgrün, weil das hat eben einen pKs-Wert von circa, also der in diesem Bereich liegt zwischen 3 und 5. So, wenn man einen anderen Indikator nimmt, wie zum Beispiel Thymolphthalein oder Phenolphthalein, dann schlägt dieser Indikator hier im zweiten Sprungbereich um. Und entsprechend hat man auch den doppelten Verbrauch an Natronlauge. Wenn man jetzt hier schaut, 10 wäre das hier beim ersten Sprung, genau bei 20 ist es dann beim zweiten Sprung. Und entsprechend sieht hier auch die Reaktionsgleichung aus, dass man eben auf ein Malleinsäuremolekül zwei NaOH-Moleküle hat. Und das ist halt eben dann die Titration beider Protolysestufen. So, jetzt noch zum Schluss die Aufgabe 4.2. Und zwar, man könnte meinen, Phenolphthalein sei bei der Titration starker Säuren mit starker Basen überhaupt nicht geeignet. Wie kommt man zu dieser Meinung und wieso führt die Verwendung von Phenolphthalein nur zu relativ kleinen Fehlern? Ich würde vorschlagen, dass Sie jetzt auch hier wieder auf Pause erstmal drücken und sich das überlegen, die Antwort, und auch schon mal hinschreiben, bevor ich die Musterlösung präsentiere. Man kann, wenn man sich das Titrationsdiagramm eben anschaut, überlegen, zwar schlägt hier Phenolphthalein nicht genau in der Mitte vom Sprung um, bei pH 7, sondern leicht drüber. Allerdings ist der Mehrverbrauch, den man an NaOH hat, dadurch praktisch null, weil hier die Kurve sehr, sehr steil verläuft. Und es macht in der Realität ein, zwei Tropfen aus, ob man bei dem pH-Wert von 7 ist oder bei dem pH-Wert von 9. Und deswegen kann man Phenolphthalein, also guten Gewissens, bei solchen Titrationen eben auch einsetzen. Sie können also aufschreiben, zwar schlägt Phenolphthalein bei ca. pH 8 bis 10 um. Der Mehrverbrauch von pH 7 bis zu diesem pH-Wert ist minimal, da dort die Kurve sehr steil verläuft. Einer der Gründe. Ein zweiter Grund, der das Ergebnis, der den Fehler sogar noch weiter zurückdrängt, den haben wir vorher auch schon angesprochen, und zwar ist es eben folgendermaßen. Wenn Sie den Titer einstellen und der Natronlauge, und Sie nutzen hierfür dann eben auch Phenolphthalein, dann kürzen sich die Fehler gerade weg. Also selbst dieser kleine Fehler kürzt sich weg, wenn man auch die NaOH-Maßlösung mit Phenolphthalein einstellt. Und insgesamt ist Phenolphthalein ein sehr gut geeigneter Indikator, weil er schlägt von farblos nach pink um. Und den kann man mit dem Auge sehr, sehr gut beobachten, weil wenn die ersten Schlieren an pinker Farbe zutage treten, weiß man, okay, hier ist der Umschlagpunkt erreicht.
Das ist also jetzt nicht irgendwie so mehrdeutig wie der Umschlag zwischen Rot und Gelb, wo es dann irgendwelche Zwischentöne gibt wie Orange oder so, sondern sobald der Farbumschlag da ist, sieht man halt solche pinke bestehende Farbe und dann weiß man, der ist erreicht.